EMX2, so heißt der neue Powermixer von Yamaha. Über den möchte ich mit Thorsten Martens sprechen. Thorsten, schön, dass du da bist. Was kann der neue Mixer alles? Ja, hallo Alina. Ja, vor uns steht der neue EMX2 Powermixer. Der hat 10 Eingangskanäle und bietet 2x250 Watt. Sehr leistungsfähig. Er hat ein Dreiband-EQ on board und eine SPX-Einheit. Das sind Effekte für jedermann, der sowas braucht. Ganz nützlich. 4 Eingangskanäle für Mikrofone sind vorhanden und der EMX2 eignet sich hervorragend für den CBR10 Passiv-Lautsprecher, den hat Yamaha letztes Jahr vorgestellt. Für wen ist der Powermixer der EMX2 denn besonders geeignet? Ja, also der EMX2 eignet sich im Prinzip für jedermann, für Bands, für Musiker, für kleine Beschaller, für jedermann, der einen leichten und portablen Powermixer sucht. Er ist sehr klein und auch leicht, er wiegt nur 4 Kilogramm. Das heißt, er passt überall rein, in die Tasche, zusammen mit 2 CBR10, eine tolle Einheit für unterwegs. Wenn er nicht nied- und nagelfest wäre, ich würde ihn direkt mitnehmen. Vielen Dank, Thorsten. Danke, Alina.